Ja, wir machen weiter mit Deadfall Adventures, dem rätsellastigen Archäologie-Shooter. Fedorov-Munition lag darum und ich habe die Orientierung verloren, ich gebe es zu. Seit letzter Folge ist eine Weile vergangen. Ich kann mich noch erinnern, wir sind mit einem Fahrstuhl hier runtergekommen und hatten vorher einen Haufen Rätsel gelöst. Ich glaube, es kann nur hier lang gehen. Oh! Nee, da war ich noch nicht. Sonst würde der Schatz nicht hier stehen. Außer es hat nicht gespeichert, aber ich glaube schon. Ich würde nicht aufhören, ohne vorher sicher gegangen zu sein, dass es gespeichert hat. Und das geht gut los mit einem Rätsel. Scheiße. Globus. Lichtibus. Das ist komplex. 1, 2, was heißt das? 1 muss da rein. Die gehen ja beide in dieselbe Richtung, schau. Was soll das? Ich glaube, die haben das unnötig verkompliziert, um mir das Leben schwer zu machen. Und um mich wie einen Vollidioten dastehen zu lassen, wieder mal. Gut, das ist nicht schwer, aber trotzdem. Immerhin. Wir leuchten. Wir leuchten. Da ist kein Globus. Ich leuchte halt mal rum. Irgendwohin. Da ist schon mal was, siehst du? Ah, das ist nicht so schwer. Ist das wahr? Das Schwierigste wird sein, darüber zu gelangen. Einen Weg zu finden zum anderen Spiegel. Spiegel. So heißt ja der Arsch vom Reh. Ich muss immer an den Arsch vom Reh denken. Wenn ich Spiegel höre. Hinter mir ist nichts, Gott sei Dank. Immer wichtig, sich den Rücken frei zu halten. In Zeiten wie diesen. Wenn die Mumien auferstehen, dann. Wie ging das? Wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, dann kommen die Mumien auf die Erde. Auch wenn sie Vogelmasken tragen. Haben die geglaubt, das ist schick damals, diese Vogelmasken, oder wollten sie furchterregend ausschauen? Boah! Da ist ein Pfeil. Das hätte ich auch besser lösen können. Munition sparend hätte ich das lösen können. Ich gehe kurz nochmal da zurück und hole mir die Fedorov. Ja, kurze kontrollierte Feuerstöße, sage ich immer bei dieser Gelegenheit. Oh! Einer ist übrig geblieben. So, den werde ich aber jetzt so erledigen. Nein, nein, bleib stehen! Oh! Daneben, scheiße. Nicht gut gegangen. Jetzt, jetzt. Jawohl! Es ist mir geglückt. Hat sich auch sehr blöd angestellt. Moment, das Telefon geht über. Ignoriert das einfach. Es ist nichts Wichtiges. Es ist wahrscheinlich Dr. Goodwin, die mich anruft. Ich habe sie schon eine Weile nicht gesehen. Wisst ihr, jetzt fällt es mir eigentlich erst auf. Wo ist Dr. Goodwin? Wahrscheinlich ruft sie mich jetzt an hier. Sie hat mich aus den Augen verloren und wollte mich ausrufen lassen. Der kleine Clarence ist verloren gegangen. Er soll sich bitte an der Rezeption hier melden. So, wir behalten die Fedorov. Und springen darüber, weil da ist der zweite Spiegel. Ne, da brauche ich jetzt nicht. Das ist ja dasselbe. Lasst mich bloß mit eurem Notizbuch in Frieden. Das bringt nichts. Oh. Oh. War das falsch? Es hat aber diese Fanfare gegeben. So, die Fanfare gehört. Die macht's normalerweise nur, wenn's stimmt. Ich habe schon wieder den Timer nicht gestartet, ich Rindfee. Wie lange spiele ich jetzt? Ich habe kein Zeitgefühl in diesen Ruinen. Puh, da steht einfach so ein Schatz rum. I'll buy that for a dollar. Da geht nichts los. Normalerweise müsste sich hier aber was drehen, bewegen, rumpeln. Oh, jetzt speichert es sehr gut. Das ist eine Planet der Affenmumie.
Chiquita. Chiquitita, tell me what's wrong. Doch nicht. Nein! Der wollte auf Tuchfühlung gehen. Mit dem armen, wie heißt er? So, jetzt aber. Ah, ja. Einen habe ich mir. Ne, da ist noch einer. Oh, zu früh. Scheiße, scheiße. Jetzt. Boah, daneben. Das ist aber gemein. Da muss man schon sehr genau timen, diese Fallen. So wie jetzt. Naja, gut, dass sie diese Fallen installiert haben. Sonst würde ich mir es schwerer tun. Danke, liebe Maya. Danke, fauler Willi. Ui. Das hat aber nicht die Maya gemacht. Maya ist eine friedliebende Biene. Nicht so wie die hier. Diese Maya. Bösartig. Ich hör's ja. Hörst du sie grunzen? Grunzen und stöhnen. Tifa! Er hätte sich an mich anschleichen wollen. Hat aber nicht mit der enormen Schlauheit von Clarence gerechnet. Mit der Übersicht eines, weiß ich nicht. Chef der Verkehrsüberwachung. Oh! Ein Blatt vorm Hirn. Nur der Chef der Verkehrsüberwachung hat mehr Übersicht. Das tut mir nichts, das sind alte Kugeln. Sind schon verrostet. Die haben eine ganz schöne Reichweite, aber jetzt schön langsam geht mir die Munition aus. Und ich weiß immer noch nicht, was ich tun muss. Ich glaube, irgendwas hat nicht... Oh, jetzt? Ich musste nur die Feinde erledigen, verstehe. Was hat sie getriggert? Munition ist ja hier nicht, ne? Ja, doch. Diese wieder. Man kann keine zwei Magazine tragen, das ist schon ein bisschen abartig. Wähle den Kompass. Ist das etwa ein Rätsel? Schatz? Was muss ich da einstellen? Ha? Drei Männchen. Da ist nichts zum Einstellen. Was? Den kann ich... Bitte, sag, dass ich den einfach so nehmen kann. Ja. Ich habe überreagiert. Schauen wir mal. Ah, das war peinlich, das mit den Schätzen hier. Oh Gott. Ich habe die ganze Zeit den falschen Knopf gedrückt und habe geglaubt, ich kann nicht weiter aufrüsten. Hab mal was Peinlicheres gesehen? Ich glaube nicht. Aber andererseits habe ich es mir dadurch schwerer gemacht und habe unter Beweis gestellt, dass ich gut schießen kann. Scheißen kann. Ich habe nämlich nicht aufgerüstet. Was hat er gesagt? Das Land, was? Land unter? Also ich muss das so drehen, dass die Statue, die liegt da so. Es ist wie Da Vinci. Also die eine liegt und schaut ihm gegenüber. Oder was weiß ich. Okay, jetzt ist es da und jetzt kann ich da drehen. Die andere steht eigentlich schon richtig. Einmal noch. Ja. Jetzt zurück. Die steht richtig, ne? Naja, nicht ganz. Ein klein wenig rüber noch. Klein wenig. Nein, andere Richtung, du Depp. Jetzt muss ich eine volle Drehung machen. Hoffentlich wird der Statue nicht schlecht bei dem vielen Drehen. Kotzt gleich. Wie Jacqueline. Die zu viel reitet. Aber was mir auffällt, der hat kein Schwert in der Hand. Schau mal. Da fehlt was. Der hat ein Schwert.
Irgendwas stimmt da nicht. Jetzt müsste ich es rüber schieben. Geht das auch? Ja, es geht auch. Ha! Und jetzt? Was macht's denn da jetzt? Was tut das? Da tut sich überhaupt nichts. Ah ja, doch, da oben ist auch noch was. Das muss ich mir anschauen. Das muss völlig frontal sein. Okay. Nee, andere Seite. Wo kommt da eigentlich der andere Schatten her? Nee, schau, es geht um den Schatten. Oh, dass ich es auch kapiere. Der Schatten. Schatten ist es. Das heißt, die Statue müsste eigentlich ein bisschen weiter nach vorn verschoben werden. Das geht aber nicht. Schau, das Schwert ist in der Luft. Wo kommt der Schatten von dem Schwert her eigentlich? Das gehört ein wenig weiter. Die Statue gehört vor oder das Schwert zurück? Eins von beiden. Ich nehme mal an, dass die Statue nicht zu bewegen ist, weil das sind keine Schienen. Siehst du? Keine Verlaufsschienen. Das heißt, ich werde das Schwert bewegen müssen. Aber wo ist das Schwert, bitte? Was erzeugt einen Schatten von einem Schwert? Hier. Die Pflanzen da? Ne. Also ich sehe es nicht. Ich sag's ganz offen. Muss ich noch was machen? Also das ist mal absolut richtig. Da kann man nichts falsch machen. Und das geht nur in die eine Richtung. Soll ich jetzt drehen? Aha, da dreht's noch irgendwas. Was war das? War das etwa schon richtig? Ja, weil ich kann jetzt nicht mehr drehen. Das könnte sein, ha? Vielleicht war es bereits richtig. Oh. Irgendwas ist aufgegangen. Ist das die Möglichkeit? Oh. Aber was? Ist das Schwert jetzt verändert? Das Blöde ist, ich kann jetzt nichts mehr machen. Ja, das geht noch. Was macht's da? Gar nichts. Doch, jetzt geht's wieder, schau. Was hat das gemacht? Gar nichts. Scheiße, scheiße. Vielleicht habe ich jetzt wieder zugemacht, die Tür? Nee, sag bloß. Ich glaube, vielleicht muss ich die Spiegel ändern. Sie besser abstrahlen. Da ist nichts mehr. Das sieht aus wie der Fahrstuhlschacht, wo ich gekommen bin. Bin ich aber nicht. Und wo ist sie, die Goodwin? Mach mir bereits Sorgen. Arme Goodwin. Schauen wir mal, wo das Schwert herkommt. Der Schatten vom Schwert. Oder ist die Statue im Moment? Vielleicht kann ich die Statue drehen. Nochmal. Sorry, aber es ist leider kompliziert. War die Statue falsch? Ja, das war's. Gott sei Dank bin ich nicht rüber, das hätte Zeit gekostet. Da geht die Tür auf. So sieht aus wie ein Doom 3 in der Hölle. Dr. Bedruger. Das Werdelicht, das gefällt den Mumien nicht. Verstehst du? Es hat gespeichert. Ja, Gott sei Dank hat's gespeichert. Sonst müsste ich das jetzt nochmal machen. Und wir müssen zurück, ne? Irgendwas ist aufgegangen.
Ich weiß natürlich nicht, was. Das speichert es gleich nochmal. Was? Das speichert es dann nochmal. Und da kommen noch mehr. Ja, kommt da. Oh! Komm, gut. Hey! Depp. Daneben, Scheiße. Wahrscheinlich ist auf dem höheren Schwierigkeitsgrad so, dass man diese Schalter betätigen muss, weil man einfach zu wenig Munition hat. Das wird sein. Obwohl, man braucht ja auch Munition, um die Schalter zu betätigen, aber natürlich nicht so viel, ist klar. Außerdem hat man ja unendlich Munition für den Revolver. Ha? Hat gerülpst. Das bedeutet Schatz in der Nähe. Na, ich tue mir jetzt schon leichter, seit ich aufgerüstet habe mit der Taschenlampe. Muss ich zugeben. Ich glaube, hier bin ich richtig. Da die Feinde auch gespawnt sind. Das ist ein Hinweis. Und da höre ich Schüsse. Viele Schüsse. Nicht der C, was? Wer? Angriff? Ich höre immer Angriff. Oh, das ist Dr. Goodwin, jetzt habe ich es erkannt. Ja, Dr. Goodwin in Gefahr. Und zwar in der nächsten Folge befreien wir sie. Also bis dann. Tschüss.